Vor mehr als 2000 Jahren kam der lang ersehnte Retter auf die Welt. Er kam leise, demütig, ohne Komfort oder pompöse Ehren. Der allmächtige Gott ist Mensch geworden. Und schon als Baby streckte er seine Hände den Menschen entgegen. Er wuchs auf, wie wir alle aufwachsen. Er lebte menschliche Bedürfnisse wie Hunger und Durst. Deshalb konnte er wie kein anderer die Menschen verstehen und kümmerte sich um alle, die ihm folgten. Er konnte jeden Sturm stillen. In seiner Gegenwart war immer Frieden. Sogar in den hoffnungslosen Situationen. Er konnte nicht sehen, wie jemand leiden muss. Die Berührung seiner Hände heilten Blindheit und jede Krankheit. Er durchlebte menschliche Versuchungen. Er beurteilte nie. Durch die Vergebung aller Sünden hat er uns Menschen die zweite Chance gegeben. Seine Hände zogen den Menschen aus tiefsten Wassern heraus, wo ihn Hoffnungslosigkeit und Zweifel am Boden hielten. Sogar der Tod zog sich vor seinem Angesicht zurück. Als er zu Unrecht verurteilt wurde, ergab er sich in Demut der Menschenmenge, die ihn zu Tode brachte. Und er wurde gekreuzigt, um uns alle von den Sünden zu erlösen. Er hat einen sehr hohen Preis bezahlt. Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und er streckt dir heute seine Hände entgegen und bietet dir Errettung, Frieden, Liebe und ewiges Leben. Öffne dein Herz und strecke deine Hand ihm entgegen.